meine Damen und Herren, da machen wir den. Vielleicht auch, okay, die Mission. Aber das Level. Was da steht da? Drop. Okay, der geht nicht. Der geht auch nicht. Der geht. Der geht. Nein. Ich fall noch nicht runter. Auf die Seite brauchen wir es nicht. Obwohl, einmal müssen wir noch rüber. Weil wir noch aber praktisch runter müssen. Werden wir noch. Achso. Der war nicht. Na, da kommt man nicht, muss man ja den langen Weg gehen. Aber was willst du mehr? So, wer interessiert ist. Dachte ich, werde hier nicht alles auf 100% machen. Wie gesagt, ich spiele das hier nur einmal durch. Und dann halt die Secret Level und dann halt das die Bonus Map, wo es halt ins Secret Level oder in die Secret Levels geht. Jetzt weiß ich nicht, ob es hier nur über ein Level in die Secret Level geht oder ob das über zwei sind. Ja, genau, ich habe jetzt vergessen.
Genau, da muss man nämlich reinschießen vorher, sonst funktioniert hier nämlich nichts. Und dann kann man durch diese Brücke gehen. Ja, rutsch mal ruhig ganz rüber, Kollege. Wieder ein Backpack. Und zum Abschluss, wie wir es ja mal kennen, einmal alles geben lassen. Und an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zugucken. Nebenbei noch, manche, die jetzt fragen, ey Alter, das hast du auch schon hochgeladen. Kann sein, dass es, ich das hochgelassen habe in der Version Doom Classic Complete, die PS3-Version. Das kann nämlich da drin mit sein schon. Aber da wir jetzt hier auf der PS4-Version spielen und diese App. Und das und auf der PS4 Doom 1, 2 und 3 Release ist und jetzt erst vor kurzem, vor ein paar Wochen oder Ende letzten Jahres, Dezember oder Anfang diesen Jahres Januar, erst diese Add-ons sozusagen dazugekommen sind, die, wie gesagt, in der Classic Complete von Doom auf der PS3-Version mit dabei sind, werde ich sie hier trotzdem noch mal einmal machen, dass ich, wie gesagt, alle Konsolen sozusagen abhabe, die ich besitze. Und wo ich die Spiele drauf habe, sie zum Beispiel Heavy Rain, da habe ich auch die PS3 und die PS4-Version gemacht, oder Beyond Two Souls, auch die PS3 und die PS4-Version. Deswegen, wenn ich mehrere Konsolen habe und ich habe das Spiel für mehrere Konsolen, dann mache ich das früher oder später. Meistens immer so, dass ich den halt auf beiden Konsolen das mache. Oder auf, da ich ja nur zwei Konsolen habe, PS3, PS4, kommen nur die Konsolen in Frage. PS2 steht irgendwo bei meiner Mutter in Dänemark, also die wird eh nicht benutzt. Und meine PS1 steht im Schrank. Und da ich ja nur eine Capture Card habe, die über HDMI angesprochen wird, sind PS2 und PS1 schon mal raus. Außer ich würde mir einen Adapter holen von diesen alten Farbgedünststöpseln auf HDMI, dann würde das vielleicht auch funktionieren, aber da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen PS3, PS4 und dann halt den PC, nachdem ich ihn wieder umgerüstet habe. Und dann später halt den PS5. Das heißt, denn Ende des Jahres werden es drei Konsolen und ein PC-System. So sind es so zwei Konsolensysteme und ein PC. Aber an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zugucken. Wir werden uns auf der nächsten Map wiedersehen.